Aufgrund der Länge des Videos musste es in mehrere Teile geteilt werden. Hier ist Teil 1. Hallo liebe Leute, hier ist wieder Robin D. und wieder mal einmal mit einem Vlog. Und heute gehe ich wieder mal in der Nacht wohin. Und zwar in Richtung Seestadt. Wie ich genau gehe, werde ich dann gleich noch sagen. Aber ja, ich will noch sagen, diese Tour, die ich jetzt hier mache, habe ich in einer ähnlichen Form schon einmal gemacht. Auch damals habe ich es gefilmt und auch ziemlich viel geredet und dann ziemlich viel zusammenschneiden müssen, weil ich ziemlich viel Blödsinn geredet habe und leider blieb dann auch nur ein bisschen Blödsinn in dem, was ich zusammengeschnitten hatte, drinnen. Und nachdem ich dann auch alles wieder entfernt hatte und hier für YouTube neu begonnen habe, habe ich mir gedacht, naja, aber diese Tour will ich jetzt doch noch einmal machen. Und jetzt weiß ich auch viele Dinge irgendwie besser, was man machen sollte, wenn man so eine Tour macht, die ich damals nicht wusste. Also aus Fehlern lernt man definitiv. Also, was habe ich jetzt gelernt? Naja, genügend zum Trinken mithaben. Ich habe jetzt eine Wasserflasche und eine volle Saftflasche mit. Auch was zum Essen mithaben, habe ich auch. Und den Weg kenne ich jetzt auch besser, weil wie ich das letzte Mal gemacht habe, habe ich mich in der Seestadt verlaufen. Das wird mir auch heute nicht mehr passieren. Jo, und mit diesen Dingen im Gepäck sozusagen gehe ich jetzt einmal hier die B3B entlang. Ja. Und dann hier jetzt so runter Richtung erst einmal Donaufelder Straße und dann Richtung Kaisermühlen. Beziehungsweise könnte ich das jetzt auch ein bisschen anders machen, aber wenn ich es anders mache, ja doch, es geht ein bisschen anders. Ich könnte jetzt auch nach vorgehen und dann nach Kaigran und dann nach Kaisermühlen. Schauen wir uns das mal an. Ich denke aber, ich gehe jetzt ja irgendwie so. Und sobald ich mich entschieden habe, wie ich hier gehe, sehen wir uns wieder. Also, ich habe mich jetzt entschlossen, ich gehe hier an der B3B weiter, bis zur Kreuzung mit der Donaufelder Straße und dann die Dügegasse hinunter nach Kagran. Und wie gehe ich dann? Dann gehe ich von Kagran aus zur Kagraner Brücke. Da dann drüber bis nach Kaisermühlen, dann durch praktisch den Ortskern, wenn man das so sagen kann, von Kaisermühlen durch bis zur Donaustadtbrücke. Dort werde ich mir dann, so wie auch beim letzten Mal, wie ich das hier gemacht habe, überlegen, ob ich mit dem 93A fahre oder zu Fuß gehe. Ich glaube, beim letzten Mal bin ich dann mit dem 93A gefahren. Ich denke, heute werde ich das Ganze dann zu Fuß gehen, weil ich nicht vorhabe, mich nochmal zu verlaufen. Also die Zeit, die ich da beim letzten Mal gespart habe, habe ich dann durchs Verlaufen wieder reinbekommen. Also kann ich jetzt genauso gut gehen, wenn ich mich nicht verlaufe, brauche ich ungefähr gleich lang, was keine Ahnung mehr, wie viele Stunden ich da damals gebraucht habe. Aber jedenfalls, von der Donaustadtbrücke geht es dann so in die Gegend rund um die Lobaugasse. Genau weiß ich es jetzt auch nicht, aber ich würde mal eben bis zur Lobaugasse gehen und da dann runter in Richtung Saltenstraße, die befindet sich dann dort irgendwo. Dann über die Saltenstraße praktisch, also bis zu ihrem Ende, nahe der Wegmeiersiedlung. Dann durch die Wegmeiersiedlung parallel zur Linie 88B und dann über die Essinger Hauptstraße zur Seestadt. Dort gehe ich dann ziemlich rasch, so wie der 84A fährt, also über an den alten Pflanzen und dann zur Hausfeldstraße. Oh, da zieht gerade ein Wiener Linienbus ein. Ja, und
von anderen alten Pflanzen dann eben rauf zur Hausfeldstraße und dort dann ganz nach oben. Also ich gehe nicht die ganze Hausfeldstraße, aber circa die halbe, bis ganz nach oben. Dort tritt sich dann, ich weiß es nicht, der Ginsterweg ist, glaube ich, das, was parallel läuft. Also, aber dort in der Nähe, Hausfeldstraße, Ginsterweg, dort tritt sich dann eben genau mit dem Rautenweg. Und den Rautenweg gehe ich dann entlang, der wird dann zur Julius-Ficker-Straße. Ja, der Mann hat wirklich so geheißen und hat in einer Zeit gelebt, wo man darüber noch nicht wie ein kleines Schulkind gekichert hat. Und von dort geht es dann zur Betriebsgarage Leopoldau und dann auch schon wieder nach Floridsdorf. Je nachdem, wie ich dann bis dorthin beieinander bin, wenn ich noch gehen kann, dann gehe ich noch über Siemensstraße und Brünnerstraße nach Floridsdorf. Wenn ich absolut nicht mehr gehen kann, steige ich in den N25 und fahre übers Industriegebiet. Hier einen meiner Lieblingsorte, der mich auch, also wo mich auch ein Song dran erinnert. Hier dieses Feld, wunderschön, ziemlich in der Stadt. Eben auch, aber eben auch sehr schön und man hat hier einen auch recht guten View, der jetzt leider langsam verbaut wird, wie man sieht, aber einen recht guten View auf die Donau City. Daher ist das einer meiner Lieblingsorte hier und eben der Nickelback Song If Today Was Your Last Day. Das ist irgendwie so der Ort, den ich mir dann immer vorstelle, weil auf diese Frage, was ich machen würde, wenn mein letzter Tag wäre, ist einfach hier nahe oder sogar ausnahmsweise mal in diesem Feld sitzen und einfach nur auf die Donau City schauen, ein bisschen den Krach von hier auch einfach ausblenden und einfach ja, die letzten Stunden einfach so genießen, wie ich gerne Stunden genießen würde und es viel zu selten bis gar nicht mache. Also ja, hier ein bisschen Thoughtful Things. Was ich auch gerade interessant finde ist, da waren gerade ein paar Personen, die hier entlang gegangen sind und die gehen jetzt dort, ja. Weil die waren jetzt kurze Zeit verschwunden, war aber weil hier die Plakatwände stehen und ich da nicht durchsehen kann, denn ich habe leider gerade mein X-Ray nicht eingeschaltet, ja. Das ist der Grund, deshalb kann ich nicht durch Plakatwände sehen. Aber jedenfalls, hier dann noch ein sehr schönes Feld, auch dieses Jahr mit so, ich hätte es fast gesagt, Haferflocken. Nein, so heißt das Ding hier nicht, aber auch mit so einem Kornart bepflanzt. Ja. Ein Bett im Kornfeld. Das ist immer frei, denn es ist Sommer. Ja, genau. Das ist das einzige Lied, was mir zum Thema Kornfeld einfällt. Und ich glaube, das ist schon sehr traurig, musikweise gesehen. Ja, aber leider wirklich. Zu Kornfeld gibt es einfach kaum Lieder, außer das, was ich ja gerade sehr schrecklich gesungen habe. Aber naja, dann gehen wir hier jetzt round the bend, let's go crazy und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich so bei der nahe der Josef-Baumann-Gasse bin. Also ich gehe nicht durch die Josef-Baumann-Gasse, aber wenn ich in der Nähe bin, sagen wir mal. Josef-Baumann-Gasse. Umsteigen zu 25. 26. Hier haben wir die Kreuzung von der Andialfeldstraße mit der Donaufelder Straße und der Dückegasse. Ja, die Dückegasse war einst, würde ich mal sagen, wirklich eine Gasse. Jetzt ist es eine vierspurige Straße oder zweispurig? Nee, das ist glaube ich vierspurig, mehr oder weniger, ja. Jo, also Gasse nicht mehr wirklich, eher Straße oder Highway oder was auch immer. Ja, und hier gehe ich jetzt entlang. Ich werde jetzt auch beim Ausgang sozusagen von an der Schanze vorbeikommen. Und an der Schanze dort ist es auch recht nett zu gehen, denn dort sind jetzt, also dort sind praktisch die letzten großen Felder des Donaufelds. Also eigentlich die Dinge,
weshalb das Donaufeld seinen Namen hat. Ja, und da gibt es eben auch so Pläne von der Stadt, da sonst was zu verbauen. Ich glaube, da gab es einen kleinen Teil Erfolg, dass man dort jetzt nicht höher als 2 Stöcke oder irgendwas bauen darf oder 3. Also es wird zumindest nicht zu hoch gebaut werden, aber ja, besser wäre, wenn die Felder bleiben würden. Also hier ein kleiner View auf ein Feld an der Schanze. Mit einem wunderschönen View auf die Donau City. Also ich gehe hier jetzt eben die Dückegasse und die wird hier dann zur Siebeckstraße, die gehe ich jetzt runter bis zum Zentrum Kagran. So wird es zumindest von den Leuten genannt, die die U-Bahn-Station noch als Zentrum Kagran gekannt haben. Ich kenne sie erst wirklich seit sie Kagran heißt und ohne dem Zentrum Teil. Ja, man muss aber eben eigentlich korrekterweise sagen Zentrum Kagran mehr oder weniger, weil da gibt es dann auch den älteren Teil von Kagran, wo aber gleich direkt daneben die Siedlung Neu-Kagran ist und das ist dann Neu-Kagran und somit, wenn man von der U-Bahn-Station, die Kagran heißt, redet, dann sagt man Zentrum Kagran. Ja, wurscht. Jedenfalls, ich gehe hier jetzt so. Der Grund ist, weil wenn ich vorher die Fultonstraße runtergegangen wäre, hätte ich praktisch zurückgehen müssen zur Birnerbrücke. Und ja, das hätte dann doch ein bisschen länger gedauert und wäre ein unnötiger Weg. Wie ich diese Tour, die ich hier jetzt mache, damals schon mal gemacht habe, bin ich nach Floridsdorf zum Bahnhof gegangen und dann über den Bruckhaufen durch den Donaupark nach Kaisermühlen. Das habe ich jetzt eben ein bisschen anders gemacht und komme praktisch von der anderen Seite zum Vienna International Center, aber das sollte auch nicht wirklich stören. Vor allem, weil ich glaube ich rund um Floridsdorf und so den Weg zum Bruckhaufen glaube ich schon irgendwann mal gemacht habe, beziehungsweise wie ich meine Lieblingswinterorte gezeigt habe, war ich ja dort so in der Gegend sozusagen und dann kann ich bei diesem Vlog jetzt mal einen neuen Aspekt von Transdanubien herzeigen, nämlich eben hier die Felder an der Schanze. So mehr oder weniger. Aber das sind wirklich sehr weitläufige Felder hier, obwohl sie eben praktisch gefangen sind zwischen der Fultonstraße dort so, an der oberen Alten Donau und hier der B3B, also die sind wirklich hier so rundherum mit Straßen praktisch schon eingezäunt, diese Felder, und werden eben auch immer weniger, weil eben die Stadt auch immer mehr Grund irgendwelchen Bauträgern geben will, weil halt da doch bei einer wachsenden Stadt das Geld liegt. Ja, und auch gerade solche Sozialwohnbauten und geförderte und super geförderte Wohnhausanlagen sprießen derzeit überall raus und da wollen sie halt auch da bauen. Das geht halt jetzt nicht, weil da eben im Raum Alte Donau, Donaufeld zumindest für diesen Teil jetzt gilt, dass man nicht höher als 2-3 Stöcke bauen darf. Ich meine,
Man weiß nicht, wie viele Firmen sich wirklich dran halten werden und ob es dann irgendein Verfahren gibt, wenn sie das nicht tun und so weiter. Das weiß man ja nie, aber man kann es halt hoffen. Und eigentlich hoffe ich, dass das überhaupt nicht bebaut wird, weil so viele Wohnungen wie derzeit gebaut werden, wir werden irgendwann sehen, dass das ein großer Fehler war. Weil ich denke, das ist auch so eine Art Wohnungs- und Hausblase, die irgendwie dann mal platzen wird. Ich werde jetzt hier gleich die Cherubini-Straße runtergehen, Richtung an der oberen Alten Donau, weil direkt nach Kagran muss ich jetzt sowieso nicht zur U-Bahn-Station. Somit gehe ich hier jetzt gleich durch diese Siedlung. Ich weiß nicht genau, wie diese Siedlung heißt. Also sehr viele Wege hier sind nach Blumen benannt. Der Grund ist, weil hier auch in der Nähe diese Gartenschule von den Wiener Stadtgärten ist. Die ist da so. An der könnte sein, dass ich jetzt vorbeigehe, wenn ich die richtige Straße erwische. Und ja, generell hier eben ziemlich viel Garten und Blumen eben und Baumschule. Und daher haben hier auch sehr viele Straßen so Namen wie Blumenbindergasse oder Floraweg oder ähnliches. Hier geht die Blumenbindergasse rein, beziehungsweise kommt sie raus. Wie immer, ich werde das Video aufgehellt haben, wenn ihr es seht. Auf meinem Screen sehe ich gerade nur so Schatten. Also hier einen Schatten, einen großen Schatten vor diesem Baum und mehr sehe ich hier nicht mehr. Ich werde das Video aufhellen, damit ihr wenigstens was seht. Ja. Also hier ist der Weinwurmweg, also. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Ich habe mich jetzt reingedreht in den Donizetti-Weg und den gehe ich jetzt hier auch entlang. Da vorne sieht man mehr schlecht als recht schon da, wo die U-Bahn fährt, die Brücke, aber da fährt halt gerade keine U-Bahn drüber. Deshalb sieht man da nichts. Außer die Brücke, ganz wenig. Ja genau, hier dieses Gebäude, das man hier doch ein bisschen sieht, das offen, das ziemlich aus Glas ist. Das ist eben das, wo hier auch diese Wiener Stadtgärten und dieses Gartenamt hier ist. Und ein bisschen weiter danach, da so ist auch eine Baumschule. Also hier wird doch noch sehr viel gegartelt, sozusagen. Sowohl öffentlich als auch privat. Hier haben wir die Kreuzung Donizettiweg Schlentergasse. Falls man den so ausspricht, aber ich denke schon, weil er sich mit SCH schreibt, wenn es Schlemper wäre, würde er sich nur mit SH schreiben, weil dann wäre es Amerikaner oder Brite oder irgendwas. Aber ist es nicht da mit SCH, ja. Denn es gibt eben so ein paar Orte in Wien, so ein paar Straßennamen, die durchaus nach englischsprachigen Leuten benannt sind, wie die Shuttleworth-Straße oder die Murray-Gasse. Und da wird halt oft genug Schuttlewort oder Murray gesagt, weil einfach viele Leute nicht wissen, dass das englische Namen sind und diese auch englisch ausgesprochen werden sollten. Es gibt auch ein paar Straßen, die französisch ausgesprochen werden sollten, wie die Lannstraße. Schreibt sich eben Lannes und wird auch leider von vielen Leuten so ausgesprochen, ist aber nach einem Franzosen, nach einem Herrn Lann benannt. Oder von Lann oder de Lann oder irgendwie sowas. Und den spricht man halt gleich aus wie Renn und Wann und so weiter. Und auch eigentlich Nantes und all diese Städte, die hinten ein ES haben, aber das wird eben im Französischen nicht wirklich ausgesprochen. Und da stellt mir immer den Rücken auf, wenn ich dann von der Lannesstraße zur Murray-Gasse fahre. Das ist ganz schlimm, weil das eine ist die Landstraße und das andere die Mauergasse. Ich meine, ja, das regt, glaube ich, nur mich auf und sonst niemanden. Aber jedenfalls, darauf kam ich jetzt wegen der Schlentergasse, die eindeutig so heißt, wo man den, glaube ich, nicht viel anders ausspricht. Und hier ist jetzt diese Brücke von der U-Bahn. Zieht sich auch hier so quer durch an Orten, wo sicher mal Gärten waren, bevor die U-Bahn kam. Jetzt sind da Betonblöcke. Naja. Also der wandelbare Bezirk Donaustadt. Hier sind wir jetzt im 22. angekommen.
Also hier gehe ich jetzt parallel zur Erzherzog-Karl-Straße, zur Wahrgrammer Straße gehe ich jetzt gerade parallel auf der Anton-Sattler-Gasse. Das ist eben da, wo die U-Bahn so runterfährt. Und die kreuzt sich dann, beziehungsweise endet da unten dann in der Alten Donau. Die Anton-Sattler-Gasse ist ziemlich lang, also die kann man auf einem Zickzack in der Donaustadt mehrmals treffen. Und ja, also da kann es sein, dass man mit dem 31a fährt und bei der Anton-Sattler-Gasse vorbeikommt und dann am Abend an der Alten Donau entlang geht und nochmal bei der Anton-Sattler-Gasse vorbeikommt und denkt sich, ist das dieselbe Gasse? Ja, die ist ziemlich lang. Sie wird teilweise auch eben zwischendurch mal hier und da unterbrochen und läuft dann wieder wo weiter. Also auch so einige Straßen in Wien gibt es, die durchaus interessant sind. Und ja, ein Geschenk, worüber ich mich ziemlich gefreut habe, eigentlich eines der wenigen Geschenke, über die ich mich wirklich gefreut habe, war das Buch der Wiener Straßennamen oder Straßennamen-Lexikon oder wie auch immer es heißt. Ich werde es hier im Bildschirm jetzt gleich einblenden, das ich letzte Weihnachten bekommen habe, weil das sind eben alle Wiener Straßennamen von derzeitigem Stand, das ist glaube ich ziemlich von 2015 oder 2016 oder so, drinnen. Und ja, da kann man auch immer schnell nachschlagen, wenn man etwas über den Namen einer Straße wissen will. Und das ist auch ziemlich sinnvoll, weil wenn ich jetzt gerade am Computer eben mit den Straßennamen arbeite und dann habe ich schon auf allen Desktops irgendein Fenster offen und will schnell wissen, wie man denn irgendeine Gasse wirklich ausspricht, einfach nachschauen, woher kommt die Person, nach der diese Gasse benannt ist. Wenn es sein muss, kann man dann noch in Wikipedia schauen, woher die Eltern dieser Person kamen und die Großeltern, aber meistens geht es schon aus der Beschreibung der Person selber, nach der die Gasse benannt ist, hervor, wie man denn den Namen ausspricht. Zum Beispiel eben bei der Maui-Gasse steht dann gleich, dass es, das waren glaube ich zwei, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder einer, aber es waren zumindest Briten, soweit ich das jetzt noch weiß, und deshalb, ja, ist es die Maui-Gasse. Wir hatten auch, also meine Eltern haben noch immer die Freunde in Schottland, die am Nachnamen eben Murray heißen, und deshalb weiß ich auch, dass das nicht Murray heißt. Auch wenn es einen die Dr. Richard-Tante seit Jahren einreden will. Nein, das heißt Murray. Jedenfalls, hier gehen wir jetzt an der oberen Alten Donau und ich überquere hier jetzt dann die Kagraner Brücke. Ja, ich werde sie auf, also damit ich wenigstens jetzt dann bald auf die Route komme, die ich damals gegangen bin, jetzt überqueren, wirklich so, weil ich hätte auch jetzt noch geradeaus weitergehen können, aber jetzt komme ich dann langsam auf die Route, auf die ich eigentlich gehen wollte, weil in Floridsdorf habe ich ja jetzt nicht vorbeigeschaut und auch beim Donaupark nicht, aber ab Kaisermühlen, sagen wir jetzt, fängt die Route an. Hier bitte die Skyline von Wien. So, jetzt bin ich hier entlang der Wahrgrammer Straße, schon über die Kagraner Brücke drüber und ziemlich nah bei diesen Hotels, die es hier in der Nähe gibt. Ich gehe hier gerade am Grünstreifen zwischen Seitenfahrbahn und Wahrgrammer Straße, Hauptfahrbahn, weil hier einfach weniger Leute sind und mir hier niemand ins Bild rennt, der gegebenenfalls gar nicht oben sein will. Ja, somit. Hier wären wir dann langsam in Richtung Kaisermühlen unterwegs. Ja, also das Video wird hier sehr verwackelt sein. Ich verwende, falls ihr es nicht wisst, diese Rüttel
Vermeidung oder Entfernung bei YouTube. Also ich lade das Video hoch und dann lasse ich es durch diese Rüttelvermeidung laufen. Dadurch kommt auch, dass dieser beim Intro sozusagen dieses Hin- und Her-Zoomen vom Bild der Kamera zustande. Das ist kein Effekt, den ich verwende, sondern das ist einfach die Rüttelentfernung, die den leicht zoomenden Text als Schütteln des Bildes erkennt und somit das Bild demnach zuschneidet. Ich finde, das schaut gar nicht so schlecht aus und da spare ich mir praktisch einen Ken-Burns-Effekt, wie das schön heißt. Also ich finde es toll, dass diese Rüttelentfernung hier auch gleich das Video teilweise mit ein paar Effekts sozusagen ausstattet. Wie immer, wer die das schon gesehen haben, blende ich am Beginn und manchmal zwischendurch bei solchen Clips die Zeit ein, die es gerade ist. Und auch die ist wegen der Rüttelentfernung immer ein bisschen im Eck oder ein bisschen oben. Hier fährt ein Volvo Hybrid bei der Einziehfahrt. Diese Busse fahren nur noch bis zum 3. oder 4. Juli auf der Linie 4a. Dann werden sie an Volvo zurückgegeben. Der Hybridbus von Volvo bei den Wiener Linien hat sich offenbar absolut nicht bewährt. Die Lenker waren nicht sehr froh drüber. Das Ding frisst offenbar genauso viel Diesel wie jeder andere Dieselbus auch. Der Elektromotor ist, soweit ich gehört habe, eigentlich für Müllfahrzeuge entwickelt worden und nicht für Linienbusse. Somit der Volvo 7900 ist, glaube ich, der Hybridbus. Es scheint nicht gerade das Gelbe vom Ei zu sein und die Wiener Linien haben jetzt gemerkt, das ist besser, wenn wir gleich einfach mit den Diesel-Mercedes fahren. Das scheint nicht viel mehr kompliziert zu sein und auch kann der Bus dann wieder in die Spetterbrücke kommen, von wo auch die Anfahrt in Richtung Leopold auch ein bisschen weniger kompliziert ist. Also der 4A bald ohne die Hybridbusse mit normalen Mercedes-Benz Citaro 2. Dieselbussen. Also hier gerade eine der letzten Einziehfahrten der Hybridbusse. In ein paar Tagen sind die in Wien schon nach 2 Jahren Geschichte. So, auf meiner Kamera sehe ich jetzt absolut nichts mehr. Ist aber wurscht. Ich werde das Video aufhellen, dann seht ihr etwas. Hier die orthodoxe Kirche in Wien. Hier hängt vielleicht auch ein bisschen was. Ja, ein bisschen über Petrus und Paulus. Ich fürchte, das kann man nicht gut lesen, aber bitte. Jo, so viel dazu. Das ist, diese Kirche ist neben der Nachtbusstation Julius-Payer-Gasse in Fahrtrichtung Schwedenplatz vom N25, der erst den Kai und dann den Ring befährt, deshalb Kai-Ring als Aufschrift hier hat. Jo. Und ich werde jetzt hier raufgehen zu dem Teil, wo man dann auch zur U-Bahn-Station kommt. Hier jetzt sieht man diese Farbe nicht, aber dieses U1-Symbol hatte zumindest bis vor kurzem immer eine seltsame Farbe. Jetzt scheinen sie es überklebt zu haben, jetzt scheint es wieder rot zu sein, aber das war zu einer gewissen Zeit komplett hellpink. Ja. Also hier ist der Aufgang zur U-Bahn-Station und zum Eingang des Vienna International Center. Und ich würde sagen, da bzw. am Vorplatz bei den Busstationen beginnen wir dann wirklich unsere Route. Und hier stinkt es extrem nach Scheiße. Wirklich. Ja. Keine Ahnung, ob ich davon jetzt auch was am Schuh habe, aber es ist wurscht, weil ich gehe heute noch so viele Meter und Kilometer und durch Wiesen und Felder. Also wenn ich jetzt was am Schuh habe, dann ist das, bis ich zu Hause bin, wieder unten. Somit ist es mir völlig wurscht, was ich am Flur, weil ich fahre jetzt auch mit keinem Bus. Ich habe auch vor, nicht mit dem 93A zu fahren. Ja, also dann. Hier, Kaisermühlen, hier das Hochhaus Neue Donau. Ja, nicht nur beim Donaufeld. Da sind ein paar Leute, die sagen, das soll nicht bebaut werden, weil, also
bebaut im Sinne von Hochhäusern, weil, und auch Wohnhäusern und sonst was, weil das sind die letzten Felder im Donaufeld. Und wenn die dann weg sind, na, dann ist es Donaubetonplatte. Dann kann man es wirklich umbenennen in Donaubetonplatte. Das hier ist der schöne Teil von Floridsdorf namens Donaubetonplatte. Wir verkaufen die Häuser hier als Wohnen im Grünen, aber naja, grün, ja, da gibt es noch die Algen in der alten Donau, aber das ist dann schon. Und hier haben wir was, ein ähnliches Movement, nur mitten in einer Betonplatte. Da denkt man, was soll hier nicht gebaut werden? Tja, auf den Gründen des früheren Cineplex, die da so dahinter, beziehungsweise vor dem Ding in Sichtrichtung Donau und Stadt sind, sollen ja die Denim Flats oder irgendwie so soll das heißen, gebaut werden. Also zwei hohe Häuser, ein bisschen höher als das Hochhaus Neue Donau. Und die würden dann einerseits, weil dann der Windkorridor, den es hier schon gibt, sich verändern würde, extrem viel Wind auf das Hochhaus Neue Donau bringen und zusätzlich den gesamten Blick, den die Leute, die im Hochhaus Neue Donau wohnen, jetzt haben, was wirklich ein unglaublicher, schöner Blick sein muss auf die Donau und auf Wien, dieser Blick wäre dann weg. Da wäre eine Betonwand und das wär's. Und deshalb sind die Bewohner dieses Hochhauses jetzt ziemlich angepisst, dass da vor ihnen eine Wand in die Höhe gezogen werden soll in Form dieser Denim Flats, weil ja, dann haben sie das, was ihnen, wie sie die Wohnung bezogen haben, versprochen wurde und was sie ja bis auch jetzt hatten, das wäre dann weg. Also da verstehe ich das auch, dass man hier kein höheres Gebäude will. Ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von Hochhäusern und von allen modern scheinenden Dingen, aber irgendwo muss man die Grenze ziehen und ich sage, Felder, die im Stadtgebiet noch bewirtschaftet werden, das ist die Grenze, da baut man nicht drauf. Häuser, die bereits stehen, vor denen baut man jetzt nicht noch ein Haus, wenn dann irgendwie die Lebensqualität flöten geht. Da gibt es Grenzen und diese Grenzen werden deshalb dermaßen oft übergangen, dass ich einfach nur sagen kann, wie blöd kann man sein, dass man was baut, was einem nicht hilft. Oh, da kommt ein Sonderzug. Interessant. Sonderzug. Naja. Also dann, jetzt kommen wir gleich zum Punkt, wo ich die Route wirklich ganz beginnen will. Und here we go. Das filme ich jetzt mit, weil ich gehe jetzt praktisch vom nicht existenten Hintertürl aus rein, damit ich die Route echt von dem Punkt beginnen kann, wo ich hin will, ohne den Weg zweimal gehen zu müssen. Also hier, falls ihr es nicht wussten, ist die Busschleife in Kaisermühlen. Da gibt es solche, auf Englisch heißen sie Bollard. Auf Deutsch irgendwie so ähnlich. Pilomat heißt dieses Ding. Hier steht ein Bus der 8400 der Firma Gschwindl. Also der erste Bus, der 2014 angeliefert wurde. 8400 steht hier. Da hinten ist 1000 Expedit Kaisermühlen, das mittlerweile auch komplett in Gschwindl-Hand ist, weil hier nur noch Linien von Gschwindl wegfahren. Auch der Bäderbus dieses Jahr wird wieder betrieben von der Firma Gschwindl. Diese Teile sind jetzt hier gerade unten und das scheint wieder einmal zu hängen und nicht ordentlich zu funktionieren. Wie immer, aber naja. Und hier der schöne 8400. Also den haben sie jetzt echt auf Hochglanz geputzt, weil ich meine, er ist schon ein bisschen mehr als zwei Jahre alt, aber glänzt hier gerade wie neu. Also die Firma Gschwindl achtet hier drauf, dass die Busse schön aussehen. Also dort eben das Expedit, wo die Busfahrer von Gschwindl ihre Pausen haben und hier gibt es sehr viele, die hier Pausen haben, weil der 20A, unter 92A, unter 92B, unter Beta-Bus, alle Fahrer, die auf diesen Linien fahren, haben hier die Pausen und da auch zwischen den Linien manchmal welche wechseln, die dann eben kommen, dann fahren, dann Pause haben und dann auf einer anderen Linie fahren. Ist in diesem Expedit immer das Leben, oder zumindest drei, vier Fahrer, die drin sitzen.
Ja, irgendwie sowas. Hier kommt noch ein 92A. Die Anzeige flimmert hier am Video jetzt gar nicht. Das ist aber ein ganz normaler, also ein Citaro Euro 6, oder? Ja, das ist ein Euro 5, ein EEV. Aber am Video flimmert die Anzeige gar nicht. Die flimmert sonst extrem. Heute auf diesem Video absolut gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was hier jetzt plötzlich los ist. Aber hier ist jetzt der Platz, wo ich beginnen will mit der Tour. Wirklich, denn jetzt gehen wir dann hier geradeaus durch Kaisermühlen. Ende von Teil 1.